Wichtiges aufgefallen. Das wollte ich jetzt mal unbedingt mit euch teilen. Vielleicht geht es euch auch so. Kennst du das Gesetz der Annahme? Du kennst ja das Gesetz der Anziehung. Und dann gibt es ja das Gesetz der Annahme. Und dieses Gesetz der Annahme, wie man meinen sollte, hat nichts mit Annehmen zu tun. Das Gesetz der Annahme ist nicht, dass es ein Gesetz gibt. Es ist wichtig, dass du die Dinge natürlich, die du anziehen möchtest. Hallo, guten Morgen. Es ist wichtig, dass man die Gesetze anzieht. Aber Annahme kommt aus dem Englischen, das Gesetz der Annahme, das heißt the law of assumption. Klar heißt Annahme assumption und assumption heißt Annahme. Aber bei dem Gesetz der Annahme geht es eigentlich um etwas anderes. Und zwar, es ist das Gesetz, dass du bestimmst, wie du etwas interpretierst. Du bewertest. Eigentlich ist es das Gesetz der Bewertung. Das wäre eine viel, viel bessere Übersetzung vom Law of Assumption. Weil du kannst, guten Morgen Ingrid, weil du entscheidest, wie du etwas bewertest. Und das ist so, so essentiell, weil dieses Thema Bewertungen ist so wichtig, dass wir erkennen, dass bei uns die Macht darin liegt, wie wir etwas bewerten. Wie bewertest du die jetzige Situation? Wie bewertest du deinen Moment? Guten Morgen, Rosita. Und darum geht es bei der Gesetz der Annahme. Darin liegt die Macht. Unsere Macht liegt darin, dass wir die Dinge so bewerten, wie sie für uns dienlich sind. Und nicht so, wie sie die anderen bewerten oder die meisten anderen bewerten. Du bist frei. Das ist auch damit gemeint, dass du kannst frei entscheiden. Der freie Wille, ja, der freie Wille, der in jedem Menschen drin ist, bezieht sich auf die freie Entscheidung darüber, wie du Dinge bewertest, die dir in deinem Leben begegnen. Und wir sind hier in einer Gesellschaft, die ist voll mit Bewertungsmustern. Und diese Bewertungsmuster sind einsperrend, sind einengend, sie sind nicht frei. Wie frei bist du in deinen Bewertungsmustern? Überleg dir das mal. Wie frei erlaubst du dir die Dinge aus deinem Herzen zu bewerten, aus deiner göttlichen Perspektive zu bewerten? Wie gut kennst du deine göttliche Perspektive? Wie gut kennst du überhaupt die göttliche Perspektive? Und inwieweit erlaubst du dir, die Dinge, die dir begegnen im Leben oder auch begegnet sind, zu bewerten in einer Art und Weise, dass sie für dich dienlich sind, dass sie dich erheben, dass sie dich aufstellen? Oder bewertest du grundsätzlich, dass es dich niederschmettert, dass es dich enttäuscht? Wie bewertest du? Überleg dir das mal, was ist dein Bewertungskonzept? Wie bewertest du andere Menschen? Wie bewertest du die Situationen, in denen du bist? Bewertest du es zu deinen Gunsten oder bewertest du es zu deinen Ungunsten? Und darin liegt so viel Kraft und darin liegt so viel Macht und darin liegt so viel Power. Natürlich wäre es am besten, wenn man nichts bewertet, wenn man wertfrei ist. Aber das ist so wie, denk mal nichts. Hör auf zu denken. Das ist fast nicht möglich für unseren Verstand. Unser Verstand will denken. Also muss ich entscheiden, was er zu denken hat, damit er die Dinge denkt, die mich aufstellen, die mich erheben, die mich wohlfühlen lassen. Und genauso muss ich dafür sorgen, dass ich die Dinge so bewerte, dass ich mich wohlfühle, dass ich dorthin komme, zu meinen Wünschen, zu meinen Träumen, in mein Wohlfühlleben.
Und dazu ist es ganz, ganz wichtig, dass ich anfange, die Dinge so zu bewerten, wie ich sie haben will. Ich bewerte die Dinge so, wie ich sie haben will. Und ich weiß, für den Verstand klingt das absolut crazy. Aber das ist der einzige Weg, dass du in eine Schwingung, in eine Welt, in einen Raum kommst, in den Raum kommst, wo die Dinge sind, die du möchtest. Du kannst nicht deine Welt, dein Leben verändern, indem du in einer Welt lebst, die gegen dich bewertet wird, die kritisch ist, die verletzend ist, die nachtragend ist, die neidisch ist, die missgünstig ist. Und all das ergibt sich daraus, was wir bewerten und was wir für Rückschlüsse ziehen. Law of Assumption, das Gesetz der Annahme, aber nicht annehmen, sondern Rückschluss ziehen. Und wenn dir das klar ist und wenn du das übst und einsetzt und gegen das, was dein Automatismus ist, Rückschlüsse ziehst, die für dich sind, obwohl die ganze Welt darin sehen würde, dass es gegen dich ist, dass die ganze Welt beurteilt und sieht, dass diese Situation, die jetzt gerade draußen gegen den Menschen ist, wie wäre es, was wäre es, wenn die Situation, die gerade da draußen ist, für dich ist? Wenn alles für dich ist, obwohl es nicht so aussieht, wie wäre es, wenn dieser Umbruch, der im Moment stattfindet, für dich ist? Überleg dir das gut. Was würdest du tun, wenn du weißt, es ist für dich? Wenn du weißt, es erhebt dich. Das da draußen ist da, um den Menschen zu erheben. Das, was jetzt gerade passiert, ist da, um den Menschen zu befreien aus alten Bewertungen, aus alten Beurteilungen. Was ist dann für dich? Was machst du dann mit deiner Zukunft? Wie, mit welchem Gefühl gehst du dann jetzt durchs Leben? Das ist es entscheidend jetzt. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass du anfängst, die Dinge für dich zu bewerten. Alles ist für dich. Du kannst es immer erkennen. Du kannst das Geschenk immer erkennen. In jeder einzelnen Situation sind immer die Geschenke drin. Wenn du dir angewöhnst, die Dinge für dich zu bewerten und dann auch die Handlungen, die du spürst, die sind dann auch für dich. Ja? Du handelst für dich, du entscheidest für dich, du gehst für dich, du tust die Dinge, die für dich gut sind. Obwohl draußen alle bewerten, dass jetzt eine Situation ist, die gegen dich ist, die dir Rechte und Freiheit nehmen möchte. Ich habe ja dieses Video gemacht, wo ich erklärt habe, dass wir jetzt gerade in der Blende unseres Lebensfilms sind und dass es eben genau darum nicht geht, diese Blende zu beurteilen, sondern das, wo es uns hinführt und dieses unsichtbare Leben für uns, das jetzt in der Kreation ist. Guten Morgen, Myrivet. Dieses unsichtbare Leben für uns, das jetzt in der Kreation ist, das wir jetzt für uns und im Kollektiv kreieren auf einer ganz anderen Stufe. Darum geht es. Und da ist es so, so wichtig, dass du lernst, das Leben für dich zu bewerten. Dass du jede Situation, wenn sie noch so übel ist, dass du in jeder Situation das Geschenk für dich findest und das so bewertest, dass es für dich ist. Und dass es dich immer weiterbringt, dass es dich immer in die Next Level, höhere, göttlichere Version deines Selbst bringt. Oder du kannst es auch so sagen, dass es dich näher bringt aus der göttlichen Perspektive, aus dem göttlichen Mind, das Leben zu sehen, die Mitmenschen zu sehen, unsere Welt zu sehen und unsere Entwicklung zu sehen, wie sie aus der göttlichen, liebenden, perfekten Schöpfung gedacht ist. Und so kannst du dir auch eben vorstellen, dass das Göttliche, das Wunderbare niemals irgendetwas Negatives oder gegen Mensch bewerten würde. Ja, es ist immer so für uns und wir müssen das lernen, weil wir haben gelernt, alles gegen uns zu bewerten.
jegliche Sachen zu kritisieren, Sachen abzulehnen, dagegen zu kämpfen, dagegen zu pushen, in die Opposition zu gehen. Aber überleg dir doch lieber mal, wofür möchtest du gehen? Wofür gehst du in deinem Leben? Für was für ein Leben gehst du? Für welche Wünsche, für welche Träume, für welchen Lebensstil gehst du? Und jetzt ist die Zeit da, zu erkennen hinter diesem Vorhang, diesem hässlichen Vorhang, der da draußen steht, dass du für dich selber persönlich erkennst, wofür du gehst für den Rest deines Lebens. Wofür, was sind deine Werte, wofür stehst du ein? Und zwar nicht wogegen, sondern wofür. Was treibt dich an? Was inspiriert dich? Was möchtest du in diese Welt bringen? Was möchtest du in dieser Welt erleben? Wie möchtest du diese Welt erleben? Wie möchtest du deine Mitmenschen beurteilen? Wie möchtest du beurteilen, dass du hier auf der Welt bist? Wie möchtest du dein Leben beurteilen? Das sind alles Fragen, für die solltest du dir Klarheit verschaffen. Weil wenn du da diese Klarheit für dich hast, dann hast du einen energetischen Anziehungspunkt für dich geschaffen, der dich erhebt aus diesem Tumult, der da gerade draußen ist, der dich über diesen Tumult hebt und du surfst ganz schön auf deiner Welle, bis diese Umstellung, diese Umstrukturierung im Außen vollkommen ist, bis sie fertig ist und dann auf unser Leben kollektiv auf einem ganz anderen Niveau sich darstellen wird, kollektiv. Aber worauf willst du denn warten? Willst du warten, bis alle da sind, wo du auch hin willst? Oder möchtest du eine von den Ersten sein, die sich nicht davon abbringen lässt, wie das Kollektiv die Umstände bewertet, sondern dass du lernst, für dich deine Umstände so zu bewerten, dass sie dich dahin bringen, wo du gerne stehen möchtest in deinem Leben, zu deinem Lifestyle, zu deinem Lebensgefühl, zu deinem Wohlgefühl. Und das darfst du dich fragen, weil es ist alles jetzt möglich, ja? Du musst auf gar nichts warten. Es ist alles jetzt schon verfügbar, weil wir leben in einer energetischen Welt, in der Energie zu Form wird. Und je schneller du in der Energie wirst, wirst du die Formen, in der Energie bist, wirst du die Formen sehen, die du gerne hättest. Egal, ob sie in Form eines Autos, in einem florierenden Business ist, in einem vollen Bankkonto, in einem wunderbaren Projekt, wo du dich selber verwirklichen kannst. Egal, was du alles zu Form machen willst in diesem Leben hier. Es ist nicht notwendig, dass du wartest. Es ist nicht notwendig, dass du auf irgendeine Bedingung wartest, die eintritt, weil du darfst jede Bedingung so bewerten, dass sie dir die Erlaubnis gibt, jetzt schon zu starten, jetzt schon loszulegen, in deine Schöpferkraft zu gehen und all das, deine Wünsche, Ziele und Träume umzusetzen. Und woran fühlst du das, dass du das schon tust? Indem du wirklich glücklich bist, indem du freudig bist, indem du ganz viele freudige und begeisternde Momente hast über Dinge, die du noch nicht sehen kannst, über Dinge, die noch nicht eingetreten sind, dass du dir eine riesengroße Vorfreude erlaubst, dass du dir eine riesengroße Vorfreude kreierst über all das, was du dir nur erwünschen und erdenken kannst, dass du dich jetzt schon drauf freust, obwohl es noch nicht in Form ist. Da hast du einen riesen Energiebooster, wenn du dir das erlauben kannst. Und zwar nicht, weil irgendwelche Bedingungen, die die meisten erkennen, schon gesetzt sind, sondern weil du erkennst, dass die einzige Bedingung ist, dass du weißt, wer du wirklich bist, dass du weißt, wer deine wahre Power ist und dass du das anerkennst und sagst, I go, ich gehe jetzt dafür, was für mich gemeint ist, in diesem Leben zu erleben. Und ich gehe einfach grundsätzlich davon aus, dass nur Großartiges für mich die Idee gewesen ist. Und ich nehme das an und ich gehe. Und das ist so konträr zu dem, was jetzt natürlich noch im Kollektiven herrscht und wo sich das Kollektiv damit aufhält. Aber da musst du nicht mitmischen, die brauchen dich nicht. Sondern was dich braucht, ist die Zukunft. Die Zukunft braucht dich. Die Zukunft braucht deine Energie, die Zukunft braucht deine Vorstellungskraft, die kollektive Zukunft braucht jeden Einzelnen, der für sein wunderbares Leben geht
und damit die Erlaubnis gibt für alle anderen, dass jeder Einzelne für sein wunderbares Leben gehen darf. Und wenn du begleitet sein möchtest, komm noch mit in Divine Money. Genau darum geht's. Genau darum arbeiten, daran arbeiten wir, genau daran, dass wir unserem Verstand klar machen, um was es wirklich geht und dass es sich nicht irgendwo wieder eingesogen fühlt von irgendwelchen Nachrichten, von irgendwelchen Stories, von irgendwelchen Geschichten, von irgendwelchen Neuigkeiten, die nicht neu sind, sondern du machst deine Neuigkeiten. Du bist dein Neuigkeitscenter. Du verbreitest deine Neuigkeiten. Und fang an, deine Neuigkeiten zu verbreiten. Fang an, deine göttlichen, hochschwingenden Neuigkeiten zu verbreiten. Und je mehr das jeder für sich und für sein Leben macht, je mehr jeder das teilt, die großartigen Neuigkeiten von sich und seinem Leben, desto mehr haben andere auch den Mut, das zu tun. Aber es braucht mutige Vorreiter, die das jetzt machen. Es ist so, so wichtig. Wir brauchen neue Neuigkeiten. Weil genauso diese Neuigkeiten, alles stimmt, alles, was du glaubst, stimmt. Und es ist so schön, wenn wir die Menschen glauben lassen, dass sie etwas anderes glauben dürfen, ja? Dass sie etwas anderes, dass sie eine andere Bewertung setzen dürfen für diese Zeit, in der wir jetzt sind. Und je mehr Menschen sich das trauen und sagen, ich bewerte diese Zeit großartig, ich bewerte diese Zeit als Neuschöpfung, als Neuerschaffung für mich, ich bin im absoluten Abschied, das Alte darf gehen, das Alte darf sterben, es braucht es nicht, ich lebe vorwärts, ich lebe in die neue Kreation, ich lebe in meine neue Zukunft, ich mach's. Ich würde dich sehr, sehr gerne mitnehmen in Divine Money, weil ich weiß, dass es in der Gruppe und mit immer weiter Klarheit und mehr Erlaubnis so viel einfacher ist in der jetzigen Zeit, in der so viel Ablenkung im Außen ist, in Menschen, die so viel Angst haben, in Menschen, die so viel negative Bewertungen auf die Situation, auf ihre Situation, auf unsere kollektive Situation legen. Und es ist essentiell, dass wir uns zusammenfinden und wissen, wer wir wirklich sind, in unsere Schöpferkraft gehen und uns nicht davon abhalten lassen, dass es scheinbar kollektiv alles so übel ist, weil das ist es nicht. Es ist absolut positiv. Wir leben in den positivsten Momenten unseres Lebens und es jeden Moment leben wir darin und wir können es entscheiden, was wir daraus machen. Und ich lade dich ein, wirklich, melde dich an, Divine Money, die letzten zwei Monate dieses Jahres. Und vor allem, ich habe zwar geschrieben, dass es nur bis zum 25.10. bei Anmeldung dieses Kongresspaket Premium dazu gibt, aber du kriegst auch das noch dazu im Wert, ich glaube von 399, nee, noch mehr Euro, egal. Auf jeden Fall sind da so viele tolle Speaker drin. Wir hatten gestern wieder noch eine Speaker-Meeting für den Kongress Heilung in der neuen Zeit. Vielleicht magst du auch in die Gruppe gehen, wenn du noch nicht dort bist. Online-Kongress Heilung in der neuen Zeit. So viele wunderbare Menschen da drin, die auch genau dasselbe glauben, denken und meinen wie ich. Und so dürfen wir uns zusammenfinden, uns gegenseitig inspirieren und unterstützen in diese Schöpfung der neuen Welt ganz, ganz schnell einzusteigen. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich. Ich bin da. Wir starten am Mittwoch mit dem ersten Call von Divine Money und es wäre schön, wenn du auch dabei wärst. Bis dann. Tschüssi. Schönen Tag noch. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich auf dich.